Am Anfang fährst du eine einfache Kurve in der Pipe und versuchst das Gefühl für die Line, das Tempo und Transition zu bekommen. Je grösser deine Kurven sind, umso schneller bist und umgekehrt. Versuch mit der Transition mitzugehen und wie ein umgekehrtes T zu stehen. Achte darauf, dass du die Arme tendenziell nach vorne nimmst, damit du keine Rücklage bekommst. Am Anfang fährst du in einen 90-Grad-Winkel am Rand der Pipe ein. Versuch schon hier mit einer Beugenstreckbewegung den Schneekontakt nicht zu verlieren. Sobald du dich wohlfühlst, kannst du dein Tempo steigern, den Winkel verkleinern und im Coping weiter nach oben fahren. Zum Schluss fährst du parallel zum Coping an. Je schneller du anfährst, umso impulsiver wird auch deine Beugenstreckbewegung, um den Schneekontakt nur so kurz wie möglich zu verlieren.